Wer über die Anschaffung einer X22 mit automatischem Werkzeugwechsel nachdenkt, steht irgendwann vor der Frage, welche Schnittstelle besser geeignet ist. SK20 oder HSK25? Dieses Video soll euch bei der Entscheidungsfindung helfen. Hi, ich bin der Marc und im Folgenden werde ich euch näher erklären, für was SK und HSK steht, welche Vorteile das jeweilige System hat und zum Abschluss zeige ich euch dann noch, welche Besonderheit die SK20 von Spinogy hat. Starten wir mit dem Grundlegenden. Für was steht SK und HSK eigentlich? SK steht für Steilkegel und HSK steht für Hohlschaftkegel. Betrachten wir die beiden Werkzeugaufnahmen, wissen wir auch warum. Daran lässt sich jetzt sehr gut erklären, wo die maßgeblichen Unterschiede der beiden Werkzeugaufnahmen bzw. Spannsysteme liegen. Beim Steilkegel wird die Werkzeugaufnahme über den eingeschraubten Anzugsbolzen gespannt, indem die Spannklauen, die in der Welle sitzen, von außen nach innen gedrückt werden und so den Anzugsbolzen samt Werkzeugaufnahme in die Welle ziehen, bis hier die Kegelfläche in der Welle anliegt. Beim HSK werden die Spannklauen von innen nach außen gegen den Kegelschaft gedrückt und ziehen so die Werkzeugaufnahme in die Welle, bis die Kegelfläche in der Welle anliegt und auch die Planfläche der Werkzeugaufnahme hier an der Welle. Aus der Art und Weise, wie die beiden Spannsysteme funktionieren, lassen sich jetzt sehr gut die Vorteile ableiten. Starten wir mit den Vorteilen der SK. Der Steilkegel hat den Vorteil, dass beim Werkzeugwechsel aufgrund der Form der Werkzeugaufnahme die Fläche sehr gut von Spänen abgeblasen werden kann. Die Gefahr eines nicht richtig gespannten Werkzeugs ist somit unwahrscheinlich, was zu einer sehr hohen Prozesssicherheit führt. Zudem ist die X22 mit SK20 die kostengünstigere ATC. Sie startet ab 3.215 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Die HSK25 startet ab 5.315 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Der Grund ist, dass das Spannelement und die Innenkontur der Welle weniger komplex sind bei der Fertigung bei einer SK20. Die einfachere Fertigung ist auch der Grund, warum die Werkzeugaufnahmen der SK20 preiswerter sind. Weiter geht es mit den Vorteilen des HSK. Bei der Hohlschaftkegelspannung werden eine Plananlage und ein vorgespannter Kegelschaft kombiniert, wodurch es eine extrem steife und sehr genaue Werkzeugschnittstelle ist, die auch die Übertragung sehr hoher Drehmomente sicherstellt. Dieser Effekt verstärkt sich bei zunehmenden Drehzahlen sogar, denn aufgrund der zunehmenden Fliehkraft weitet sich der Kegelschaft der Werkzeugaufnahme auf, wodurch die Normalkraft zwischen Kegelschaft der Werkzeugaufnahme und der Welle deutlich zunimmt. Zudem sind die Werkzeugaufnahmen des HSK sehr leicht, wodurch die Schwingungsneigung und die Massenträgheit gering sind und der damit verbundene Energieaufwand zum Beschleunigen und Abbremsen ist auch geringer. Die Kombination dieser Vorteile ermöglicht es euch, dass ihr bei der X22 mit HSK E25 die Maximaldrehzahl bis 50.000 Umdrehungen pro Minute auswählen könnt. Ein weiterer entscheidender Vorteil des HSK ist die hohe Wiederhol- und Rundlaufgenauigkeit, die eine längere Werkzeugstandzeit und gleichbleibend gute Fräsergebnisse zur Folge hat. Zudem ist der HSK genormt und damit kompatibel mit anderen HSK 25 Werkzeugaufnahmen. Das war es mit den Vorteilen des HSK. Jetzt gibt es zwischen SK und HSK noch eine besondere Werkzeugschnittstelle. Das ist der Steilkegel mit Plananlage. Der Steilkegel mit Plananlage bedeutet, dass nicht nur die Kegelfläche in der Welle anliegt, sondern wie beim HSK auch die Planflächen von Werkzeugaufnahme und Welle. Damit profitiert ihr von einzelnen Vorteilen des HSK. Zum einen von der sehr hohen Steifigkeit und der Wiederholgenauigkeit, die zunimmt, da die Werkzeugaufnahme im Kegel der Welle nicht verkippen kann. Jetzt habt ihr Glück, denn wir bieten unsere X22 SK20 serienmäßig genau mit dieser Plananlage an. Das Einzige, was ihr dafür benötigt, sind unsere Werkzeugaufnahmen, da diese speziell auf die Wellen angepasst sind. Um euch den Unterschied einer SK mit Plananlage und einer SK ohne Plananlage einmal demonstrieren zu können, werde ich jetzt gleich hier bei der SK einmal eine Werkzeugaufnahme mit Plananlage und eine ohne Plananlage einwechseln. So, jetzt wechsle ich als erstes die Werkzeugaufnahme ohne Planfläche ein. Und da seht ihr, dass die Planfläche der Welle nicht an der Planfläche der Werkzeugaufnahme anliegt. Als nächstes wechsle ich die Synergy-Werkzeugaufnahme ein. Und jetzt seht ihr hier, dass die beiden Planflächen aneinander liegen. Solltet ihr ein X22 mit SK20 mit euren eigenen Werkzeugaufnahmen verwenden wollen, ist das kein Problem. Das ist auch möglich. Dazu benötigt ihr allerdings unseren Anzugsbolzen und müsst aber auf die Vorteile einer Plananlage verzichten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ihr mit keiner der beiden Schnittstellen etwas falsch macht. Wem die Vorteile eines hohen übertragbaren Drehmoments, einer genormten Werkzeugschnittstelle, einer geringen Massenträgheit und den hohen Maximaldrehzahlen wichtig ist, der sollte auf eine X22 mit HSKE25 zurückgreifen. Für alle anderen sollte die X22 mit SK20 und Plananlage völlig ausreichend sein. Jetzt seid ihr in der Reihe. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Werkzeugschnittstelle euch besser gefällt und welcher Vorteil euch den größten Nutzen bringt. Eine Sache habe ich noch vergessen. Wir bieten die HSK und SK natürlich nicht nur in der Flüssigkeitskühlung, sondern auch in der Luftkühlung an. Das war es wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!